Wir sind heute bei unserem Bauherrn Simon, Teilnehmer unserer CANIX Masterclass. Und Simon, vielen Dank für die Einladung. Du zeigst uns jetzt Sehr mal, gerne. was du alles Cooles umgesetzt hast hier in deinem Haus. Lass uns einfach mal ein bisschen schauen. Laufen wir einfach mal rum. Okay, let's go. Simon, du hast mich ja gerade schon durch euer super cooles Haus geführt. Wir sind jetzt mal zurückgegangen ins Wohnzimmer. Ist ja quasi so die zentrale Schaltstelle hier für das Haus. Da findet ja auch so der meiste Der Alltag. Aufenthaltsraum, ja. Genau, ist ja so der Hauptaufenthaltsraum, findet der Familienalltag auch statt. Vielleicht zeigst du noch mal kurz oder erklärst noch mal, was waren so die Planungsherausforderungen, was waren die Besonderheiten und was sind so die Ergebnisse, die daraus entstanden Ja. sind? Wie man sieht, wir haben ein Holzhaus. Und zwar wichtig, dass wir im Wohnzimmer in dem Raum hier auch eine Sichtbalkendecke haben. Und besonders wichtig ist für uns, wenn man eine Sichtbalkendecke hat, dass man die auch schön in Szene setzt. Ich habe ja schon gesagt, Lichtplanung war auch durch den Casario-Kurs uns immer wichtig. Deswegen haben wir da auch sehr viel Wert drauf gelegt, hier zum Beispiel die Balkendecke von unten anzuleuchten mit mehreren Lichtpositionen und auch noch eine versteckte Lichtleiste da hinten einzubauen. Das heißt, dieses Spiel zwischen Licht und Schatten, was ja durch dieses Relief der Holzbalkendecke Ja. quasi entsteht, wenn man es nutzen will, so, wenn Ja. man es halt bewusst in Szene setzt und anstrahlt, ist was, was ihr auf jeden Fall umsetzen wolltet. Das war für euch ein Teil dieser Grundplanung quasi. Ja. Okay. Also auch über Dialux eben festgestellt, wenn ich die Sichtbalkendecke, die ich nachgebaut habe in Dialux, von unten anleuchte, dann ist richtig cool mit diesem genau Licht-Schatten-Kontraste. Wir haben das hier alles in Szenen Wie habt ihr das jetzt eingebaut. umgesetzt? Das heißt, ihr habt dann hier Wandleuchten installiert, die dann zum einen die Decke anstrahlen, aber sehen wir ja gleich auch farbig ja sogar können dann quasi. Ne? Also ihr seid ja noch einen Schritt weiter gegangen, Genau. denn ich sage, ey, wir machen nicht nur Licht, sondern wir machen auch buntes Licht. Es gibt ja für und wieder zu buntem Licht. Also wir sind eher so Richtung, wir mögen auch Farbakzente und haben im KNX auch Szenen eingebaut. Das heißt, ich kann jetzt nicht hingehen und dimmen die einfach ein bisschen zum Fernsehen schauen, sondern wir drücken auf eine Szene und dann machen wir uns ein schönes Ambiente für die Fernsehbeleuchtung und natürlich auch mit Farbe. Das kann ich dir gerne mal zeigen. Okay, mach mal, ja. Gehe ich hier auf den G1, habe dann auch eine TV-Beleuchtung. Wenn ich da drauf gehe, weiß ich sowieso, die Nachbarn wollen nicht zuschauen. Das heißt, die Jalousien fahren runter. Ich habe hier das warmweiße Licht, wird gegen ein rotes Licht getauscht, das die Decke beleuchtet. Und ich habe hier hinten in der Lichtleiste, die man nicht sieht, noch ein bisschen Kontrast dazu in Blau. Und das ist, wenn man vor dem Fernseher sitzt, super angenehm, weil man keine helle Lichtquelle hat, die einen die Augen blendet. Und man hat es aber trotzdem nicht zu dunkel. Soll ja auch nicht sein beim Fernschauen. Das ist ja auch anstrengend für die Augen. Also für dich war auch klar, du willst ein Szenario generieren, ne? Ja, Weil natürlich ja. jetzt händisch alle Lampen auf Rot einstellen, da Blau einstellen, dann linkes Rollo runter, rechtes Rollo runter, wäre natürlich viel zu Nein. aufwendig. Also dieser Hauptaufenthaltsraum war auch in der Lichtplanung einer der schwierigsten Räume, weil ich habe, glaube ich, 15 verschiedene Lichtquellen hier, die alle miteinander zusammenspielen müssen. Es geht nicht manuell. Also da müsste ich ja wirklich diese einzelnen Leuchten, die Kaminleuchte, die Esstischleuchte, die Regalleuchte, die Leuchte in der Küche, die Spots über der Spüle, alles automatisch, alles manuell geht nicht. Ich drücke auf einen Knopf, vorher eingestellt, hat eine Weile gedauert natürlich, bis es eingestellt war, so wie wir es wollen, aber jetzt ist es abends sehr entspannt. Setze mich aufs Sofa, kann Drückst einen sogar, Knopf, es drücke passiert die einen richtige Knopf, Lichtstimmung. wenn ich es mal vergesse, ich habe sogar da hinten nochmal einen Taster, wo ich die Szene auch drauf habe, dann kann ich auch auf dem Sofa direkt auf den Taster draufdrücken und habe dann die Szene auch. Okay. Wie komme ich jetzt wieder raus aus dem Szenario? Sag mal. Ich gehe einfach wieder zurück in die Grundbeleuchtung, ein Klick. Was ich da nicht drin habe, ich müsste jetzt die Jalousien, die mache ich automatisch, die mache ich manuell noch Das hoch. Besondere am KNX ist ja, dass ich ein Szenario aufrufen kann, aber ich kann ein Szenario nicht mehr ungeschehen machen. Also das heißt, es gibt kein Zurück. Ja, wie beim Windows-Computer kann ich zurückdrücken. Das gibt es beim Genau. KNX ja nicht, sondern ich kann Das immer nur vorwärts was Neues aufrufen. KNX vergisst quasi, was vorher war. Das muss man auch wissen, weil das ist nicht immer ein Vorteil. Genau. Also es gibt so Situationen, da hätte ich zum Beispiel gern, ich laufe in die Küche, das Licht geht kurz ein bisschen heller an, ich gehe wieder raus Und dann soll und der alte Zustand soll der eigentlich wieder alte eingestellt werden. Zustand, den alten Zustand vergisst das KNX-System. Es gibt Logiken, die das dann zwischenspeichern und wieder zurückschreiben. Kann man alles machen, wenn man sich damit befassen will, aber so weit bin ich noch nicht. Warum war jetzt für euch klar, dass ihr hier einen Schalter habt und nochmal ein, ich sag mal, Touchpanel, in dem Fall jetzt das Kira G1 oben drüber? Grundfunktionen im Haus oder in diesem Raum sollten schnell
erreichbar sein. Das heißt, für Also uns war nur Touchpanel klar, war No-Go quasi, ne? nein, nein, also es war von vornherein klar, ich habe die Position ja da schon so eingeplant. Es war klar, dass wenn ich in den Raum reingehe, gut, jetzt die Grundbeleuchtung geht an durch einen Bewegungsmelder, aber wenn ich jetzt sage, oh, ich habe die Jalousie immer noch nicht hochgefahren, dann will ich nicht erst in Untermenüs im G1 reingehen, hier Keller, Erdgeschoss, Wohn-Esszimmer und hier Jalousie, Sofa, da war sie Okay. und fahre die dann hoch. Das wird mich nerven und meine Frau auch. Ja, auch mit dem Handy hätte ich ja das gleiche Problem, Mit ne? dem Ich könnte Handy, ja auch klar, mit. kann ich auch. Ich habe die gleiche Oberfläche, habe ich auf dem Handy. Das ist einer der Vorteile vom X1, dass er eigene Benutzerprofile sogar anlegen kann. Meine Frau hat nicht so viele Funktionen auf ihrem Handy wie ich, Die weil darf sie die es auch nicht Fernsehszene will. nicht aufrufen. Genau. Nicht ohne dich. Okay. Genau, also da war es uns wichtig, wenn ich reinkomme und solche Situationen habe, dass ich schnell reagieren kann. Man sieht auf dem Taster, wir haben noch die Bautasten drin. Das heißt, wir sind uns noch nicht so ganz einig, wie alles genau eingestellt werden soll. Aber bei uns ist ganz klar, ich habe hier geht die Jalousie auf der Südseite hoch und hier geht die Jalousie auf der Ostseite hoch. Und das sind Funktionen, die wir oft brauchen, die schnell erreichbar sein müssen. Und deswegen gab es die Unterscheidung zwischen Taster und Touchpanel. Und das ist auch was, hast du ja gerade auch gesagt, was sich schon im Laufe der paar Monate, die jetzt im Haus hat, ja auch schon geändert hat. Ne? Also es ist ja nicht so, dass ihr das einmal in der Theorie festgelegt habt, sondern ich habe jetzt im Laufe der Nutzung festgestellt, okay, wir benutzen halt die Jalousien, weil da der Nachbar ist, oder die Ja. Funktion, weil wir dieses Lichtszenario am häufigsten brauchen. Genau. Solche Sachen kann man nicht wissen von vornherein. Das geht nicht. Also ich habe hier noch nie gewohnt vorher. Genau. Ich kenne die Lichtsituation hier nicht. Also wo geht die Sonne unter? Wann blendet mich das Licht? Wie ist der Nachbar drauf? Keine Ahnung. Das weiß ich vorher nicht. Deswegen kann ich von vornherein gar nicht wissen, wo ich welche Taste brauche. Ich habe mit den Tastern noch nie gearbeitet. Meine Frau kennt den Taster nicht. Meine Tochter kommt ans Touchpanel oben nicht ran. Wenn die irgendwann sagt, ey, ich will aber auch das Licht anmachen können, weil sonst ist es dunkel und ich fürchte mich, dann muss da das Licht auch auf den Taster. Solche Sachen sind für mich wichtig zu unterscheiden. Okay, sehr cool. Also, ihr habt ja relativ, du hast ja gerade gesagt, 16 Lichtgruppen hier in dem Raum, ist natürlich. Vielleicht ein bisschen übertrieben, aber ja, so Aber mehr als viele, 10, ja. ist ja durchaus eine Komplexität, die sehr viel Stimmung erzeugt, aber die halt gehandelt werden muss am Ende des Tages. Ne? Und dann einfach wieder bedienbar gemacht werden muss durch ein Szenario, was ich dann aufrufe. Genau. So, Licht wird ja aber nicht nur über Taster gesteuert bei euch, sondern du hast ja auch sehr viele Gedanken gemacht über Bewegungsmelder, Positionierung und was dann da passieren soll. Da kannst du vielleicht auch gleich mal zeigen, ja, was es da für Ideen gab. Wir wollten eigentlich Genau. gerade die Präsenzmelder angucken, sind aber hier an dem Badezimmer vorbeigelaufen und haben da sehr viele coole Features entdeckt, die du uns noch gar nicht verraten hast. Aber zeig mal, was du hier Cooles umgesetzt hast. Glaube, ich muss gar nicht so viel zeigen. Man sieht es auch selbst. Das ein Lichtkonzept, das ich aufgebaut habe aus einer Spiegelleuchte, einer Nischenbeleuchtung und wenn man einmal ums Eck geht, aus einer Duschbeleuchtung. Es kann normales Licht, also ich kann es mal ganz kurz zeigen. Im Normalfall ist das Ganze auch hier schön langweilig, aber total ausreichend. Also man kann normal warm-weiß anmachen. Ja, Das ist genau, die man kann. Normalbedienung, die über den Genau. Präsenzmelder getriggert wird, aber du hast auch ein Farbwechselkonzept, Genau, wenn ich ne? jetzt über mein Multiroom-System Musik hören will, während den Duschen und ich bin in Feierlaune, was auch immer, wir benutzen es recht selten, dann kann ich eben auch Farblicht machen, das über einen Effekt, einen Dali-Effekt sagt, ich wechsle die Farben durch. Also ich habe hier mal Rot, mal Gelb und hinten Blau im Eck. Spielerei, was man mit Farblicht auch machen kann, das ist ganz, ganz witzig. Multiroom hast du auch umgesetzt hier, ne? Was hast du da gemacht? Ich habe Control4 als Basis fürs Multiroom. Man hat gerade den Lautsprecher oben in der Decke gesehen. Da ist unten im Technikraum ein Serverschrank, wo dann die ganze Verstärkertechnik drin ist. Und da ist noch nicht alles fertig, aber in jedem Raum hängen irgendwo Kabel oder liegen noch in der Wand, wo ich dann irgendwann mal überall meine Musik hören kann. Also Control4 ist ja auch ins KNX-System integriert, hat ja eine Schnittstelle oder Integrierbar. integrierbar, genau. Ja, das heißt, du kannst auch Raum betreten zu bestimmten Uhrzeiten, dann koppeln mit bestimmten Playlisten oder die Lichtstimmung dann an eine bestimmte Musik wiederum koppeln. Genau, oder einfach sagen, ich habe jetzt, wir haben zum Beispiel einen Internetradiosender, den wir sehr gerne hören. Der kann immer laufen zu jeder Tageszeit und da kann ich einfach sagen, wenn ich reinkomme in das Gäste-WC, dann geht der Bewegungsmelder an und dann spielt Musik.
Habe ich noch nicht umgesetzt, ist auch ein bisschen aufwendig tatsächlich, da brauche ich auch nochmal Unterstützung, aber das bietet Casario ja auch an. Okay, auf jeden Fall coole Ideen, witzige Umsetzung hier auf jeden Fall. Auch mit den verschiedenen Lichtgruppen und den unterschiedlichen Lichtstimmungen, die du dann natürlich ja, da anmachen kannst. Sehr cool. Ja. Okay, also wir wollten eigentlich zu den Präsenzmeldern gehen, Genau. Ja. da gehen wir jetzt mal hin. Boah, cool, jetzt ist hier auch quasi die Stufenbeleuchtung angegangen automatisch. Ja, nicht zufällig, sondern Natürlich nicht, ja. es ist ja KNX. Welcher Melder hat uns denn jetzt gerade erfasst und warum ist jetzt das Licht angegangen? Es waren mehrere Melder. Wir haben hier einmal oben im Eck einen Okay. Bewegungsmelder, der registriert hat, dass wir den Gang entlang laufen und das Licht anmacht in einer bestimmten Helligkeit, so wie wir das wollen. Jetzt sind wir hier ums Eck gegangen und ich habe oben nochmal im Treppenauge einen Bewegungsmelder, der mich jetzt in dieser Zone erkennt. Okay. Der, ich bin jetzt zwar stehen geblieben, aber der glaubt, ich will jetzt die Treppe hochgehen. Deswegen macht er das Licht hier, das Lauflicht an der Treppe an und die Ah zwei ja, okay. Spots direkt über der Treppe. Wenn ich jetzt hochlaufen würde, dann erkennt der Bewegungsmelder, der hat mehrere Zonen, dass ich jetzt im Flurbereich oben bin, dann geht oben das Licht im Flur an. Das heißt, ich kann mich durchs Haus bewegen und muss keinen einzigen Taster drücken, sondern weiß ganz genau, das Licht geht an. Und es geht nur dort das Licht an, wo du es tatsächlich auch benötigst. Also nur wenn du kurz vor der Treppe stehst, sieht der Melder dich von oben, macht die Treppenbeleuchtung an und sobald du hier unten dich bewegst, weil du Jacke ausziehst, ins Wohnzimmer gehst, ist es ja unnötig quasi. Genau, ja, da kommt es auf die genaue Planung der Position vom Bewegungsmelder an, wo, welchen Bewegungsradius hat der, wo erkennt er mich. Wenn ich hier vorbeilaufe, sieht er mich da oben nicht, der ist weit genug oben. Und wenn ich hier hochkomme, weiß der ganz genau, okay, jetzt will ich die Treppe hochgehen und macht hier das Licht an. Sehr cool. Okay, wir gehen mal hoch zusammen und gucken mal, was wir oben noch entdecken. So, ich bin jetzt hier gerade die Treppe hochgekommen und wir haben hier oben an der Treppe auch einen Bewegungsmelder, der auch nochmal als Vier-Zonen-Melder zum einen den Bereich hier auf der Treppe trennt von dem Bereich hier oben im Flur. Simon, das war ja Absicht auch natürlich, ja? Also dass man sowohl von unten, wenn man auf die Treppe geht, als auch von oben ein dediziertes Signal hat. Ja. Jetzt hast du gerade erklärt, der Melder sitzt eigentlich perfekt hier über der Treppe, aber am Ende des Tages sitzt er doch nicht so ganz perfekt. Erklär mal warum. Ja, wenn man hier den Melder anschaut, ist er natürlich genau in der Achse der Wände, sowohl in der Mitte von dem Treppenauge als auch in der Achse der Wände im Flur. So war das natürlich auch geplant, damit ich, wenn ich direkt aus dem Raum rausgehe, erfasst werde und das Licht geht an. Das funktioniert im Bad natürlich prima, das hat im Schlafzimmer, also hier ist das Schlafzimmer, komme ich raus, hat auch funktioniert. Ist ja grundsätzlich, hast du hier den Flur mit 1, 2, 3, 4, 5, 6 Türen. Also, wenn man sich das konventionell jetzt denkt, bräuchte man theoretisch neben jeder Tür einen Taster, damit überall, egal aus welcher Richtung ich komme, das Licht anmachen kann. Also, Undenkbar. ja. Also, wenn ich es konventionell gebaut hätte, hätte ich wahrscheinlich zwei verteilt und man hätte dann im Dunkeln zu einer Tür rennen müssen, wäre nicht gegangen. Problem ist natürlich, was man nicht bedenkt ist, wenn man zu viele Bücher hat und im Nachhinein noch ein Buchregal da hinstellt und dann aus dem Schlafzimmer rauskommt, erfasst er mich nicht mehr in der Achse hier, sondern erst in der Achse vom Bücherregal. Ist nicht ganz so tragisch, aber ich laufe jetzt die zwei, drei Schritte im Dunkeln. Wir können damit leben, aber an solche Sachen denkt man natürlich am Anfang nicht. Jetzt hast du ja die Chance, dass du sowieso nachts erkennst, wenn du aus dem Bett aufgestanden bist. Hast ja noch Erkennung unterm Bett. Das heißt, die Erkennung muss jetzt das Licht hier im Flur schon mal einschalten, damit du in der Situation quasi dann hier auch ohne den Melder schon quasi eine gewisse Grundbeleuchtung hast. Clevere Idee. Okay, also die KNX-Technik ja, kann die eigenen Probleme, die sie schafft, dann natürlich auch wieder lösen. Ja. Ja. Okay, aber so ist das Spiel halt. Genau. Okay, wir gehen jetzt nochmal ins Kinderzimmer. Da habt ihr auch nochmal sehr coole Beleuchtung, auch Sichtbetondecke, Sichtbalkendecke. Ja, wir gucken da nochmal rein, da habt ihr auch eine sehr coole Lösung gemacht. Wir stehen jetzt hier im Kinderzimmer. Hier habt ihr ja auch eine Sichtbalkenkonstruktion. Was war da der Gedanke, beziehungsweise warum habt ihr es offen gelassen? Wolltet ihr es einfach gestalterisch so? Ja, offenes Dach. Wenn man genauer hinschaut, haben wir da oben nochmal eine zweite Ebene. Das Kinderzimmer um fast 7 Quadratmeter nochmal erweitert. Falls unsere Tochter irgendwann alt genug ist, da oben ein Bett hinzustellen, kann sie das machen und kann hier unten ihr Jugendzimmer einrichten, als Beispiel. Wir haben dann gesagt, wir bauen, damit es nicht ganz so kathedralenmäßig wirkt, noch zwei Balken mit rein. Die sind statisch nicht notwendig, aber sehen schön aus. Ich hatte dann auch die Möglichkeit, in die Balken oben auf die Balken Nuten einzufräsen und Lichtleisten reinzusetzen, die nach oben die Decke beleuchten. Sonst wäre das auch, wenn ich nur
auch so was Gestalterisches, dass ich in Dialogs gesehen habe, wenn ich nur eine Hängeleuchte habe und die leuchtet mich von oben an, dann habe ich da oben ein riesiges dunkles Loch. Das wollten wir Ich nicht. habe einfach nur Also Schatten durch die Balken ja dann auch nach oben an die Decke, ne? Schatten, Ja. und es ist für ein kleines Kind auch unheimlich, wenn es so dunkel ist da oben. Deswegen haben wir gesagt, wir wollen das beleuchten und haben das dann mit diesen Lichtstreifen nach oben gemacht. Man kann auch eine Schaukel an die Balken hängen, die haben mehrere Vorteile. Nicht nur Licht, da habe ich mich zwar darauf spezialisiert, aber das hat auch ganz andere Vorteile. Die Leuchten hier sind natürlich auch wieder mit Farblichtoptionen, weil meine Tochter auch super gern das Farblicht will. Habe ich sie gefragt, was sie denn für eine Kombination will. Und da hat sie mir gesagt, ich will pinkes Licht oben und blaues Licht unten. Und das funktioniert halt, das ist auch Okay, mach mal an. spaßig, kann ich euch mal zeigen. Ist über eine Szene wieder auf dem Taster, kann sie selbst einstellen. Und dann habe ich ihr Lieblingslicht, Sehr cool. blau unten, pink oben. Kann man einstellen, wie man will. Ist gerade momentan ihre Lieblingsfarbkombination. Wenn sie groß genug ist, dass sie selber das iPad bedienen darf, dann kann sie es umkonfigurieren und sich was anderes einstellen. Ja. Genau. Sehr cool, ja. Ja, zeigt auf jeden Fall auch wieder, dass ja auch das vorherige Planen, auch das Visualisieren, wie du sagst, mit Dialogs natürlich auch nochmal einen großen Hebel für dich hatte, um einfach zu sehen, wie das Endergebnis aussieht, Ja. ne? Auch von der Gestaltung und von der Lichtwirkung. Ich muss zugeben, dass ich natürlich nicht alle diese Gedanken alleine hatte. Ich hatte zwischendurch auch noch eine Session mit einem professionellen Lichtplaner, den ich über euch kennengelernt habe. Super netter Kerl, der mir viele Anstöße gegeben hat, die ich dann noch schlussendlich umgesetzt habe. Cool. Schalt nochmal zurück. Ja, mega cool. Und die Beleuchtung, die du jetzt eingestellt hast, ist ja warmweißes Licht, aber auch hier hättest du ja die Möglichkeit, wenn jetzt deine Tochter ein bisschen älter ist, Hausaufgaben macht vielleicht, ein bisschen kühleres Licht, mehr so mehr Arbeitslicht, wie in einem Büro, schreibtischmäßig, ja. Auch das kann man ja dann noch einstellen und konfigurieren, wie man es halt dann braucht später, ne? Genau, es ist natürlich, irgendwann sind die Grenzen von dem Taster erreicht. Der Taster muss Jalousie hoch und runter fahren, macht das Licht über Szenen an, zwei verschiedene Szenen hier. Hier macht das wieder aus. Wenn ich jetzt die Farbtemperatur nochmal ändern wollte, müsste ich am Bedienkonzept von dem Taster was ändern. Das ist wieder ein bisschen komplizierter. Es gibt natürlich automatisierte Lösungen, die den Tageslichtverlauf abbilden. Ist momentan noch nicht notwendig, braucht man nicht. Deswegen ist es noch nicht umgesetzt, aber mit den Leuchten funktioniert es. Und es ist auch angedacht, dass wir es irgendwann haben. Cool, ja, sehr cool. Simon, vielen Dank schon mal, dass du uns deine Räume hier gezeigt hast. Sehr, sehr gerne. Gib mal einen Ausblick, was du noch so vorhast, wohin die Reise noch geht bei dir. KNX ist ja im Prinzip so die moderne Modelleisenbahn. Das heißt, das Spiel hört ja nie auf. Natürlich kann man ein Haus bauen und sagen, ich programmiere die Grundfunktion, bin fertig mit dem Thema. Aber von dem, was du ja so angeteasert hast, bist du ja noch nicht so weit. Was kommt noch? Wir mussten einziehen, da war noch nicht alles fertig und da musste erstmal vieles anderes noch fertig gemacht werden, bevor es dann wieder zur Programmierung kam. Ein großes Thema ist, ich habe die Wetterstation noch nicht angeschlossen. Automatische Beschattungssteuerung, Regensensor irgendwie ins KNX einbauen, Wettervorhersage, das habe ich alles noch vor. Wird auch ein spannendes Thema, habe ich Spaß damit, mit Sicherheit. Du hast ja schon gesagt, Energiemanagement ist für euch ein Thema durch PV-Anlage, Wärmepumpe und so weiter da. Erstmal visualisieren vermutlich, was ist alles, was sind an Verbräuchen da, was hat man für Temperaturniveaus und so weiter. Und dann Stück für Stück, ja, ist das natürlich auch die Grundlage zum Optimieren und Automatisieren, ne? Ah ja, ich muss sagen, ich bin gar nicht so der Fan von allen Daten visualisieren. Es soll automatisiert funktionieren. Also ich will einmal einstellen, dass die PV-Anlage der Heizung sagt, hey, ich produziere gerade Strom, der wird gerade eh nur sehr günstig eingespeist. Hau du doch mal ein bisschen Energie in den Pufferspeicher. Da will ich, muss ich nicht wissen. Das soll es automatisch machen. Das ist das, um was es geht. Okay, also das kommt noch. Beschattungslösung kommt noch. Control4, hast du gesagt, ist ja schon im Haus. Auch da Schon. natürlich noch die Integration oder die Vernetzung zwischen den Themen, Musik und, ich sag mal, Bewegungserkennung und so weiter. Genau, Control4, das sind momentan KNX, Control4, zwei autarke Systeme. Ich habe eine eigene App für Control4, mit der ich dann die einzelnen Räume steuern kann. Es sind noch nicht alle Räume umgesetzt, das ist auch noch ein Projekt. Aber ich würde gerne irgendwann auch mit einem Bewegungsmelder Musik steuern können oder mit einem Taster lauter, leiser machen können, sondern nicht immer die Handy-App anschmeißen. Das
Ist auf jeden Fall noch ein Thema. Und gibt es eine Sache, die du jetzt so im Nachhinein den zukünftigen Bauherren mitgeben würdest? Also ein Feature, wo du sagst, ja, das haben wir umgesetzt und das hat sich als richtig cool herausgestellt. Also was würdest du denn, wenn jetzt jemand selber sein Haus als nächstes plant oder gerade in der Planungsphase ist, was würdest du jemandem mitgeben? Das musst du auf jeden Fall machen. Wenn man ein Karnickshaus plant, sollte man mit Bewegungsmeldern planen. Man kann alles über Taster machen, aber mit Bewegungsmeldern kann man sich so viel erleichtern im Alltag. Man spart Energie, wenn das Licht automatisch ausgeht. Das ist in heutigen Zeiten sehr wichtig. Strom ist teuer, wird immer teurer. Bewegungsmelder, der einem das dran denken, das Licht auszuschalten, abnimmt, ist Gold wert. Geld wert im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. Okay, super. Vielen Dank. Danke für deine Zeit. Mega interessant. Uns freut es natürlich mega, dass du durchs Coaching, ja, dass du so viel Spaß dabei hattest im Prinzip, selber dein Haus zu planen und dass das Ergebnis auch so cool geworden ist. Dankeschön. Ja. Und wenn du auch gerade in der Planungsphase von deinem Haus bist, schau einfach mal auf unsere Website www.knx-masterclass.de. Da kannst du dich informieren über unser Coaching und wenn du es spannend findest, buch ein kostenloses Gespräch bei uns und dann kannst du vielleicht mit uns in der Zukunft auch dein eigenes Haus planen.